Thorsten, ja? Thorsten, mein Kaktus hat mir gestern gesagt, er möchte auch mal auftreten. Dein Kaktus? Wo denn? Mitternachtsspitzen. Steffi, ein Kaktus kann doch gar nicht sprechen. Oh, da bist du falsch informiert. Wissenschaftler haben jetzt rausgefunden, dass Pflanzen Töne von sich geben. Ach, wann denn zum Beispiel? Und zum Beispiel, wenn man ihnen den Stängel abschneidet. Oh, das ist verständlich. Thorsten. Okay. Pflanzen schreien in Notsituationen. Ah, deswegen war es wohl gestern auch so laut im Bad. Hä? Die Palme hat gesehen, wie du dich ausziehst. Pff, Thorsten, wenigstens muss ich dir jetzt kein Geburtstagslied mehr singen. Wieso? Ich gebe dir einen Strauß Blumen und dann sollen die das machen. Meinst du, bald kommen Pflanzen mit eigenen Songs in die Charts? Klar, zum Beispiel Udo Lindenbaum oder die Toten Rosen oder Gewächs Gildo. Die singen dann bestimmt alle auch im Fernsehgarten. Aber Menschen können die Töne der Pflanzen nicht hören. Ich kann das, was im Fernsehgarten gesungen wird, auch nicht hören. Thorsten, ich meine, ja, was die Pflanzen von sich geben. Ja? Ich habe gelesen, das klingt wohl eher wie ein Ploppen. Also so, als wenn man Luftpolsterfolie platzen lässt. Reicht für eine Wahlkampfrede. Also ich sag meinem Kaktus jedenfalls, hier in den Mitternachtsspitzen treten nur Lebewesen auf, die wirklich sprechen können. Schweine zum Beispiel. Genau. Und der Christoph Sieber? Nein, der nicht. Wieso? Das ist ein Lauch. Hallo, wenn ihr mehr von den Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder drückt hier oder da oder hier. Oh nee.